Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Grüß Gott und buenos dias, Messias, liebe Leute von heute, übermorgen und morgen. Meine Fresse, ist das kalt hier und ich sitze hier mit einem T-Shirt. Bin ich nicht krass? Aber weißt du, der Pfiffi hier auf dem Kopf, der wärmt ganz ordentlich. Wir gehen mal her und suchen mal ein paar Leute. Leute, da ist Zockrim, mit dem haben wir schon alles geredet. Ich weiß zufällig, dass hier drüben in der Hütte noch drei People rumsitzen. Nämlich Rese, Ratz und Belzu. Wir reden erstmal mit Rese. Die haben nämlich alle noch Infos zu geben. Grüßen. Verzeihung, Kumpel. Verzeihung, Kumpel. Sei gegrüßt, wie geht's? Großer Ulokai. Ich sehe, es geht dir wieder besser. Naja, es könnte schlechter sein, obwohl ich mir das kaum vorstellen kann. Wenn du willst, kann ich dir ein paar Informationen über die Shamas oder die Region Shamasar geben. Shamas und Shamasar. Ich muss euch mal eins sagen. Ich habe irgendwie ein bisschen gelacht, ne? Weil die sagen immer großer Ulukai. Du musst mal sehen, wenn er vor denen steht, was die für eine Körpergröße haben. Großer Ulukai. Ne? Das fällt gerade jemandem wie mir, der nicht Gardemaß irgendwie der Körpergröße hat, auf. So, was sind denn Shamas, Digga? Was kannst du mir über die Shamas sagen? Früher gab es viel mehr von ihnen, wie auch von uns Wächtern. Aber seit Feran und Kroax die Herrschaft über Adelpha übernommen haben, sind sehr viele von ihnen verschwunden. Du meinst, Feran hat sie getötet? Genau das befürchten die meisten Ulukai. Feran hat den Shamas verboten, die Lehren der anderen Jods und des Propheten Khazar zu verbreiten. Wer sich dem widersetzt, verschwindet. Wir selbst haben ebenfalls versucht, die Lehren des Khazar und der Jods weiterzugeben. Aber auch wir verlieren jeden Mond mehr Wächter. Ich fürchte, dass eines nicht mehr allzu fernen Mondes keiner von uns mehr übrig sein wird. Und warum lässt Feran einige der Shamas am Leben? Er wird immer auf die Shamas angewiesen sein. Ihr Phandasma verleiht ihnen die Gabe zu heilen. Und Kroax zwingt sie, seine Krieger zu heilen, damit sie noch härter für ihn arbeiten können. Es gab einmal eine Zeit, in der kein Shamas Feran geholfen hat. Als er aber immer mehr von ihnen umkehrte, bis nur noch wenige Shamas übrig waren, entschlossen sie sich, am Leben zu bleiben und sich Ferans Bedingungen zu fügen, um zumindest ihre Lehren weitergeben zu können. Soll das bedeuten, sie sind jetzt auf seiner Seite? Nein, Ulukai, du solltest die Loyalität eines Shamas nie in Frage stellen. Alle werden sich freuen, dich zu sehen und dir nach Kräften helfen. Khazar hat es so bestimmt und die Shamas gehorchen. Der einzige Grund, warum du einen Shamas jemals fürchten müsstest, ist... Ist was? Verzeih mir, Ulukai, aber Khazar hat ihnen aufgetragen, dir nicht zu helfen, falls sich herausstellen sollte, dass dein Phandasma böse ist. Aber ich bin sicher, das wird nicht passieren. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Was ist Shamasar? Was kannst du mir über Shamasar sagen? Überall in dieser Region gibt es große Tempel. Die dienen dazu, den Jods der Phandasmen unsere Ehre zu erweisen. Dieser Monde dürfen aber nur wenige dorthin reisen. Und die Opferschalen unterhalb der Reliquien oben auf den Tempeln bleiben leer. Warum könnt ihr nicht dorthin reisen? Feran hat fast alle Möglichkeiten unterbunden, die anderen Jods zu verehren. Jetzt ist sein Jod der Jodfee, der einzige, dem wir alle unsere Ehre erweisen können. Die anderen drei Jods können wir nur im Geheimen verehren. Allein die Shamas dürfen öfter zu diesen Tempeln reisen, aber selbst sie dürfen nur begrenzte Zeit dort verbringen. Was kannst du mir sonst noch über Shamasar erzählen? Die Regenfälle in letzter Zeit haben das Erdreich in einigen Teilen der Region sehr gefährlich gemacht. Du solltest in den Bereichen dunkler Erde sehr vorsichtig sein. Und auch die Gewässer von Shamasar bergen Gefahren. In den Gewässern hinter dem Tempel soll es sogar eine große gefährliche Bestie geben. Aber ich weiß nicht, was für eine. Oh, ich erinnere mich noch irgendwie. Ich erinnere mich nicht viel aus dem Spiel. Übrigens, ich habe nur hier in das Tutorial kurz reingespielt, um die Steuerung einzustellen und zu lernen. Zum Beispiel das hier. Das ist es eigentlich. Warte mal, wie schlich man eigentlich nochmal? Ah ja, so ging man in den Kampf. Na, Digga, schmeckt die Bombe. Warte mal. Ach so, das ist er hier. Ihmchen. Warte, da ist Belzu. Belzu, moinsen. Verzeihung, Kumpel. Bist du Jan? Ja, Ulukai. Ach so, nee, ich bin froh, dass es dir besser geht. Danke.
Dein Vater sagte, du könntest mir helfen, wieder in die Gänge zu kommen. In die was? Vergiss es. Ich könnte ein bisschen Training gebrauchen. Kannst du mir dabei helfen? Das kann ich, Ulukai. Wir führen hier 4 Prüfungen durch, um die anderen Wächter zu trainieren. Wenn du willst, kann ich sie mit dir machen. Gern. Dann hast du die Wahl zwischen unseren Prüfungen des Springens, Schwimmens, Zielens oder Heranschleichens. Ja, das ist das Tutorial. Und also eigentlich 3 von den Dingern sind popelig. Da kann nur sehr, sehr wenig passieren. Aber die Prüfung des Anschleichens ist aus Gründen übel nervig. Wir werden sehen. Du wirst es auch noch mitbekommen. So, ich rede mal mit ihm über seinen Papa. Sag, kannst du mir etwas mehr über deinen Vater erzählen? Er ist ein mächtiger Stammesführer. Und wenn die Dinge in Adelpha anders lägen, wäre er der Herr aller Dodo-Teilwächter. Aber so müssen wir uns diesen Mond verstecken oder uns den umkehrenden Flammen von Feraan stellen. Er zieht die Leute auf seine Seite, indem er sie verbrennt? Ja, Ulukai. Seltsame Rekrutierungsmethoden. Und wie schlägt dein Vater zurück? Wir kämpfen nie, auch wenn die meisten von uns es gerne würden. Ich glaube langsam, dass das Phantasma meines Vaters schwächer wird. Ich kann seine Predigten von Khazar und Frieden nicht mehr hören. Mehr als alles andere will ich selbst Feraan umkehren für all das, was er getan hat. Hey, jetzt beruhige dich erstmal wieder, Jan. Ich bin sicher, dein Vater weiß, was er tut. Das werden wir ja bald sehen. So, die Prüfung machen wir später. Ich wollte eigentlich mal mit den Vögeln hier sprechen, ehe wir die Prüfung machen. Er ist derjenige mit Shamazar. Wo ist dieser Ratz? Sag mal. Komm schon mal eine Sekunde her. Die haben nämlich doch Infos über andere endlich Regionen. Endlich weißt du unter uns. Die Jods mögen gepriesen sein. Danke. Möchtest du etwas über die Regionen Talansar oder Mutasar erfahren? Oh, sehr geil. Oh, ich freue mich schon so darauf, wieder durch die Welt zu reisen. Ich kann mich kaum an das Spiel erinnern. Es ist ultra lange her. Was war das? Das muss kurz, nachdem ich damals meine Freundin kennengelernt habe. 91, das muss 93 oder so gewesen sein. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall ist es tierisch früh gewesen. Meine Fresse. War einer meiner ersten PCs. Ich habe ja früher einen Amiga gehabt. Was kannst du mir über Mutasar sagen? Diese Region ist eine Wüstengegend, genau wie Talansar. Noch vor nur ein paar tausend Monden war Mutasar mit seinen großen Bäumen und den vielen Tieren ein herrlicher Ort. Aber jetzt stirbt das Land mit jedem Mond ein bisschen mehr. Nur die zähesten und hinterhältigsten Tiere und Pflanzen leben jetzt noch dort. Wie ist das denn passiert? Feraan lässt dort ein Mineral abbauen, aus dem Waffen für die Krieger angefertigt werden. Ach, Je mehr dieses Mineral dem Erdreich entzogen wird, desto mehr stirbt die Landschaft. Die Shamas glauben, dass das Mineral die Verbindung zwischen den Jods und Adelpha ist. Aber ich weiß es nicht so genau. Was ist das für ein Mineral? Dazu musst du einen anderen Talaner als mich befragen, Ulukai. Ich bin gerade erst ein Wächter geworden und stehe noch am Anfang meiner Ausbildung. Im Moment lerne ich selbst erst etwas über Mutasar. Was hat man dir denn noch so beigebracht? Mutasar liefert all die Mineralien an Feraan. Ich erinnere mich an etwas über einen großen Bruch im Boden, der die Region in 2 Hälften aufspaltet. Und große Löcher, die von den alten Minen herrühren. An viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Ja. Ich sag nur Madame Lavar, es wird sehr feurig werden, ja, und sehr gefährlich, ja, also, ich bin gespannt, wie das aussieht mit der Grafik. Hey, Digga, das muss so gut aussehen. Erzähl mir etwas über Talansar. Talansar war früher eine wunderschöne, lebendige Region. Ach so, ja. Jetzt ist es Ödland. Viele sagen, dass die Jods es verwandelt hätten, weil sie wussten, dass es die Heimat von Feraan ist. Auf diese Weise sollen sie versucht haben, ihn umzukehren. Aber ich glaube das nicht so recht. Feraan hält sich immer dort auf? Die meiste Zeit schon, ja. Er hat dort im Zentrum der Stadt Okriana, der einzigen Stadt in Talansar, einen großen Palast errichtet. Fast alle Regionen auf Adelpha beliefern Talansar, denn dort leben die besten von Kroaks Kriegern. Hört sich wie ein geschäftiger Ort an. Das ist es. Es leben viele Talaner dort, die versuchen, dem Zorn von Feraan und Kroaks so gut es geht zu entgehen. Du solltest diese Region nicht besuchen, wenn du nicht gut vorbereitet bist. Ach. Überall in Okriana trifft man auf Krieger. Ja. Solltest du jemals dorthin kommen, wirst du feststellen, dass du ihnen am besten aus dem Weg gehen kannst, wenn du dich von der Hauptstraße fernhältst. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Ja, Okriana ist sozusagen so
die einzige Metropole, die einzige wirkliche City. Und was einem nicht erklärt wird, das ist, dass es die einzige Möglichkeit ist, an mehr Waffen zu kommen als die Heckler und Koch P10, die ich gerade auf Tasche habe, die einigermaßen schwach ist. Später bekommt man so richtig feines Ballermaterial. Aber ich habe das letzte Mal wirklich, ich glaube, 70% der Spielzeit mit der Heckler und Koch P10 verbracht und oh, ich habe mir so einen abgestottert, um irgendwie an Munition dafür zu kommen, weil Munition ist wirklich nicht, das ist halt etwas, das von den Jods kommt, ne? Ihr wisst jetzt, was die Jods sind, ne? Ich denke mal. Ist das Jan? Hallo. Sei gegrüßt, Ulukai. Ich bin gerade aus Okasankar zurückgekehrt und freue mich zu sehen, dass es dir gut geht. Woher? Aus der Region Okasankar. Ich war dort, weil ich Okar, die Region, in der wir dich gefunden haben, als letzter Wächter verließ. Es war meine Aufgabe, alle Spuren zu beseitigen, die Krieger zu uns führen könnten. Ah, Okasankar. Ach, das wird noch lustig. Ah, es wird sowieso lustig. Ihr werdet euch so kaputt lachen. Also, das Spiel hat einen sehr eigenen Humor. Hat eine sehr, sehr coole Storyline. Und an die ich mich so ungefähr noch erinnere, aber wir werden gemeinsam genug rätseln dürfen. Ich weiß, letztes Mal musste ich mir oft behelfen mit einem, wer weiß noch, was ein Walkthrough auf einer Website ist, ne? Geschriebenes, ne? Heute guckst du irgendwelche Tutoriale, guckst du Tutorial auf YouTube oder guckst du Tutorial, guckst du Let's Play, ne? Ja, damals war es so, da gab es Websites, auf denen die Story des Spiels und die Rätsellösung geschrieben waren, wenn man halt nicht weiter wusste. Da habe ich auch übrigens gelernt, mein Ehrenkodex, dass man sich nicht selber spoilert, um sich nicht den Spaß zu verderben. Und das werde ich diesmal auch nicht tun. Es sollen übrigens auch neue Story-Stränge und so weiter und Neuigkeiten drin sein. Ich werde es wahrscheinlich gar nicht bemerken, weil ich mich kaum noch an das Ganze erinnere. Aber Okasankar, das ist die Sumpfregion, ja, genau. Erzähl mir etwas über dieses Okasankar. In dieser Region gibt es sehr viel Wasser. Die Stadt Syana wurde um einen Berg herum gebaut, der hoch über das Wasser hinausragt. Viele sagen, in der Region habe es vor zahllosen Monden überwiegend Berge gegeben, aber die Jods seien wütend geworden und hätten sie mit Wasser aufgefüllt, um die Altehrwürdigen von dort zu vertreiben. Die Altehrwürdigen? Es gibt viele Geschichten über sie und sie sind alle verschieden. Seither sind so viele Monde vergangen, dass kein Talaner mehr weiß, ob sie wirklich existiert haben. Was kannst du mir über sie sagen? Der bekanntesten Geschichte nach hat es am Anfang zwei Rassen gegeben, die Talaner und die Altehrwürdigen. Die Jods haben beide Rassen dabei beobachtet, wie sie ihr Leben auf Adelpha gestalteten. Als die Jods sahen, dass die Altehrwürdigen Adelpha Schaden zufügten, handelten sie schnell, um Adelpha von ihnen zu befreien. In ihrer Wut kehrten sie auch viele Talaner um, aber ein paar, die überlebt hatten, redeten mit den Jods und versprachen ihnen, dass sie Adelpha niemals wieder schaden würden. Und du glaubst diese Geschichte nicht? Ich weiß nicht, Ulukai. An manchen Monden nicht. Aber dann denke ich über die Daokas und andere Gegenstände nach, von denen kein Talaner weiß, wie sie nach Adelpha gelangt sind, und ich bin mir nicht mehr so sicher. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Also ich weiß nur noch, dass am Ende, also ich muss das Spiel durchgespielt haben, selbst daran kann ich mich nicht mehr so besonders erinnern, also ich muss das Spiel durchgespielt haben, weil ich war am Ende so fasziniert von der Geschichte und von dem, was da eigentlich passiert ist, dass es mein Album Alien Original Soundtrack damals und die Story, die ich dahinter gebaut habe, dass es das beeinflusst hat. So, Okar. Ah, ist das nicht die Waldregion? Was kannst du mir über diese Okar-Region erzählen? Das ist die Region, in der wir dich gefunden haben, Ulukai. Khazar hatte prophezeit, dass du in dieser Region ankommen würdest. Und viele Monde lang haben wir uns zwischen den Bäumen versteckt, um Kroax-Kriegern aus dem Weg zu gehen. Wir hatten schon alle Hoffnungen aufgegeben, als wir plötzlich das helle Licht deiner Ankunft erblickten. Und was geschah dann? Du bist in der Nähe einer Gruppe von Kriegern gelandet. Fast hatten sie dich entdeckt, als wir sie angriffen und schließlich vertrieben. Ihr habt sie angegriffen? Nur mit Betäubungsfallen und anderen harmloseren Mitteln. Wir kehren niemals andere Talaner um. Danach wurdest du in Sicherheit gebracht. Nur ich blieb zurück, um unsere Spuren zu beseitigen. Diese Region ist sehr gefährlich und voller Geheimnisse. Was für Geheimnisse? Man erzählt sich, die Ruinen in dieser Region seien Überbleibsel der Altehrwürdigen. Ich habe das immer angezweifelt, bis ich selbst dorthin kam, um deine Ankunft zu erwarten. Während der Monde, die wir uns dort versteckt hielten, sah ich etwas, wovon ich glaubte, dass es ein Daoka war, allerdings ein sehr großes. Im oberen Teil befanden sich Symbole für einen Ort.
Solche Symbole habe ich noch niemals zuvor an einem der Oka gesehen. Aber ob meine Vermutung stimmt, werde ich niemals erfahren. Warum nicht? Dieses der Oka war kaputt, wenn es überhaupt ein der Oka war. Meine Begleiter vermuteten, es sei eine Art Monument. Die meisten Talaner glauben nicht an die Geschichten mit den Altehrwürdigen. Aber ich finde Gefallen an der Vorstellung, dass sie existiert haben sollen. Zugriff auf Lexikon erfolgt. So, und somit haben wir alles an Lore und Story abgegriffen, was es hier in diesem Dorf gibt. Ich gucke mal hier hinten rum, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die sagt hier die ganze Zeit, dass hier... Ui, Hallihallöchen. Kann ich hier wieder raus? Fuck, ich glaube, mich hat das gerade aus dem Spiel gebuggt. Also, ich bin noch im Spiel drinne, aber ich bin wohl im Schnee versunken. Also das ist neu. Meine Lieben, ich bin gleich wieder da und ich werde nur einmal kurz... ich kann nicht mal mehr, warte mal. Ja, moinsen. So, also das ist mir neu. Das ist sowohl im Remake, in dem bisschen, was ich hier gespielt habe, nicht passiert. Guck mal, die trainieren hier ganz doll. Geil. So, wo ist denn Jan? Ich will mit Jan reden. Ich will jetzt endlich dieses Tutorial verabschieden. So. Jan, gib mir mal die Prüfung des Zielens, Digga. Hey, Knirps. Wie funktioniert diese Prüfung des Zielens? Wir haben einige Gefäße aufgestellt, um die Schießkünste der neuen Wächter zu prüfen. Auch wenn mein Vater unklugerweise Kasars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgt, müssen wir dennoch lernen, mit unseren Verteidigungswaffen umgehen zu können. Ich werde es dir zeigen. Okay, also, Jan, mein Digga. Ich weiß natürlich schon, was jetzt gemacht werden soll, aber soll ich mal machen, bevor er mir was sagt? Oder nee, komm. Quatschen, Mann. Prüfung des Ziels, Info-Ziel. Worum geht es dabei? Hierbei musst du diese Gefäße zerbrechen. Sie könnten einige Gegenstände enthalten. Versuche, sie alle kaputt zu machen. Zugriff auf Notepad erfolgt. So, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Unsere HK. Ach nee, ist eine HKP-12. Du zielst gut. Du zielst gut. So, ich glaube, das war's. Metall geortet. So, Metal, Leute, wir haben Metall gefunden. Diese Rohstoffe sind sehr, sehr wichtig später. Auch für die Lösung des Problems, wo ich letztes Mal so ein bisschen gestruggelt habe. So. Moinsen, Jan. Ich habe früher immer gedacht, man könnte den erschießen, wenn man auf ihn klickt mit der Angriffstaste. So, Prüfung des Zielens. Wie funktioniert diese Prüfung des Zielens? Du hast diese Prüfung bestanden, Ulukai. Es ist nicht nötig, sie noch einmal zu wiederholen. Das ist gut. Dann die Prüfung des Springens. Lass uns diese Prüfung des Springens probieren. Folge mir, Ulukai. Ich werde dich an einen Ort bringen, wo wir die Fähigkeit des Springens prüfen können. Ulukai, Ulukai, Ulukai all the way. Ulukai, Ulukai, oh hey, hey ho, hey ho, hey. Hey, man kann auch sprinten und springen. La 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 la. Stabile organische Energie geortet. Für mich. Warte mal, ist das hier schon wieder respawned? Nee, letztes Mal konnte das nicht respawnen. Okay, Digga. Prüfung des Springens, Info. Und was jetzt? Auf der anderen Seite des Wassers kannst du Stufen sehen, die zum Gipfel der Felsen führen. Spring dort hinüber und hol dir deine Belohnung. Nur wer ein starkes Phantasma besitzt, schafft diesen Sprung. Zugriff auf Notepad. Ach du, das sehe ich anders. Pass mal auf. Siehst du, was ich habe? Ich habe einen Jetpack. Ich muss allerdings gleich sagen, für diejenigen, die dieses Spiel auch spielen wollen, dieses Spiel hat Fallschaden und das ist ein sehr... Mal sehen, ob dieses Funkgerät funktioniert. Slate an alle! Slate an alle! Kann mich jemand hören? Verdammt! Leute, schaltet eure Empfänger ein! Ja, sei Leute! Sei vorsichtig, wenn du herunterkommst, Ulukai. Ja, man kann da über das Dach runter, aber das ist gefährlicher als das hier. Habe ich letztes Mal festgestellt. So, Leute, schaltet eure Empfänger ein. Klickt die Glocke, klickt Like und schreibt einen Kommentar und so und all das, ne? Jan, du Vogel, bleib mal hier. Digga, alter Mann. Prüfung des Springens. Ich habe eine Frage.
Lass uns diese Prüfung des Springens probieren. Du hast diese Prüfung bestanden, Ulukai. Es ist nicht nötig, sie noch einmal zu wiederholen. Ja, und das soll auch das letzte Mal. Jetzt die Prüfung des Schwimmens. Erzähl mir von der Prüfung des Schwimmens. Wir prüfen die Fähigkeit aller Wächter, in den Gewässern von Adelpha zu tauchen. Das ist nützlich, wenn wir Gegenstände oder uns selbst vor Kroax-Kriegern verstecken wollen. Folge mir und ich werde dir diese Prüfung erklären. Solange das auch dauert mit den Prüfungen, mit den letzten beiden, ich habe da keine Erinnerung mehr, wie umfangreich das jetzt ist, aber ich weiß, dass die letzte Prüfung, die Prüfung des Anschleichens, einigermaßen nervig sein kann. To say the least. Aber wir werden jetzt die Prüfung zu Ende machen und erst dann mache ich Folgenende. AKP-12-Munition geortet. So, mit der rechten Maustaste kann man tauchen und da kann man hier so Sachen aufsammeln. Man muss nur ein bisschen aufpassen auf das Oxygen, because... Es ist kalt, oder? Ja, irgendwie schon. Aber hey, wir sind harte Leute. Metal, ja, also man kriegt hinterher kriegt man irgendwann mal Oxygenflaschen, das weiß ich. Fremdes Material geortet. Schön, Muni. Ja, eine der wichtigsten Angelegenheiten. Also in diesem Spiel lernst du wirklich Muni zu schätzen. Wenn du es vorher nicht gewusst hast. Und all diese Sachen, die ich hier sammle, werden einen unglaublichen Wert haben. So, wir schwimmen mal den ganzen Laden hier durch. Weil, das musste ich auch letztes Mal erst lernen. Hört euch mal an, die Wassergeräusche hören sich an, als würde man in der Badewanne planschen. Ja, geil, ne? Ja, solche Sachen. Das gab es früher in Spielen oft, dass die Soundeffekte für Wassergeschichten wohl in Badewannen aufgenommen wurden. Erst wenn man das Wichtigste aus diesem Graben hier rausgerettet hat, das habe ich erst hinterher herausfinden müssen letztes Mal, hat man diese Prüfung bestanden. Wow. Vorher sagt er einem immer noch irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das war, dass man noch nicht alles gefunden hätte. Organische Energie geortet. Also man hat dann diese Prüfung noch nicht absolviert. Ja, wie gesagt, also man muss hier ein bisschen aufpassen, man kann nämlich ohne weiteres Schaden nehmen, man kann ertrinken. Ich glaube, mir ist es nie passiert. Das erste Spiel, in dem es mir nicht passiert ist, dass ich ertrunken bin, also... Wer meine Story kennt, der weiß, dass meine erste Minecraft-Erfahrung war zu ertrinken, weil ich nicht wusste, wie man schwimmt. Aber das eben mit dem in den Schnee reinlaufen und dann da drin stecken bleibt, ist auch noch was Neues. Egal. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, ob da noch irgendwelche Rohstoffe herumliegen. Da hinterm Haus. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Man kann in diesem Spiel auch gut irgendwo in irgendeine Spalte fallen, wo man sich... Man kann hier nicht teleportieren. Es gibt keine Schnellreisefunktion, nicht, dass ich wüsste. Fremdes Material geordnet. Immer noch. Nehmen wir alles mit. So. Das sind schon fast 25 Minuten. Aha. Oh. Noch mehr. Fremdes Material. Und wenn... Also die Folge ist jetzt schon 25 Minuten. Und wenn die Folge jetzt hier 30 Minuten wird, dann wird es halt eine anderthalbmal Folge. Sollte es aber eine Doppelfolge werden, dann, na, weiß Bescheid. Das wäre dann doch ein bisschen viel. Aber anderthalb geht mal. Denn die erste Folge ist schon mit dem Intro und so weiter verschwendet worden. Wo ist denn jetzt wieder Jan hin, die faule Sau? Da! Moinsen! Ja, Prüfung des Anschleichens. Kommst du mal eine Sekunde her? Die letzte Prüfung. Was ist die Prüfung des Heranschleichens? Oh, das ist unsere schwierigste Prüfung. Da mein Vater angeordnet hat, dass wir Khazars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgen, müssen wir versuchen, uns an die Orte heranzuschleichen, zu denen wir gelangen wollen, ohne von den Kriegern bemerkt zu werden. Es geht doch nichts über ein kleines Anschleichmanöver. Spart Munition. Wenn du meinst, Ulukai, ich würde lieber kämpfen. Aber mein Vater verbietet es und deshalb üben wir Gegenstände zu holen, ohne gesehen zu werden. Folge mir und ich werde dir die Regeln erklären. Also es wird in diesem Spiel öfter so sein, dass man mir sagt, du musst vorsichtig sein und dich anschleichen, wie zum Beispiel in Okriana, also in der großen City, mit dem Palast. Ihr werdet sehen, da werden wir viel Spaß haben. Das wird so großartig werden.
Ich hoffe, ich bin nicht zu großschnauzig mit der ganzen Sache, weil ich mich immer noch dran erinnere, wie fast schon OP ich dann am Ende war. So. Wie schlich man nochmal? Warte mal. Also meine Seitenmaus-Button funktioniert nicht. Warte mal, ich muss mal kurz in die Optionen gehen. Tastatur. Kriechen. Delete-Taste. Warum habe ich die dafür eingesetzt? Achso, ja, stimmt. Okay, alles klar. Ja, dann machen wir das auch. So, jetzt geht's los. Moinsen. Ja. Entschuldigung, Kumpel. Wie funktioniert das? Ulukai, du hast nun eine unserer schwierigsten Prüfungen vor dir. Stell dich in den quadratischen Bereich. Wenn ich bis drei gezählt habe, musst du versuchen, die Früchte zu holen, die ich auf den Boden lege. Hört sich einfach an. Ist es aber nicht, Ulukai. Wenn du das Quadrat verlässt, bevor ich bis drei gezählt habe, zähle ich noch einmal. Sollte ich dich sehen, werde ich es dir sagen. Du musst dann zu mir kommen und wir fangen von vorne an. Na dann mal los. Geh in den quadratischen Bereich und wir werden beginnen. Warte bitte, bis ich gezählt habe. Ich glaube, beim ersten Mal schade, dass ich mit meiner Freundin gerade Stress habe. Also vielleicht mit meiner Ex. So, ich muss aufpassen. Sonst würde ich sie fragen, wie lange ich letztes Mal, weil wir haben das Spiel quasi gemeinsam gespielt. 1, 2, 3. Okay. Muss ich sehen, dass er sich umdreht? Er dreht sich in einem ganz bestimmten Pattern. So. Manchmal ragt nur der Arm über die Sachen hinaus. Letztes Mal habe ich, glaube ich, 20 Mal gebraucht. So, ich werde lieber länger warten und mir sein Pattern anschauen. So, dann ist er noch da. Ich treffe sich wieder nach hier. Du hast es geschafft. Ich konnte dich nicht sehen. Ja. Und? Digga. Ist das alles gut? Also, habe ich bestanden? Ja, Ulukai. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass du unsere Prüfungen meistern würdest. Es war mir eine Ehre, dir dabei helfen zu dürfen, wieder in die Gänge zu kommen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch nützliche Kampftechniken von dir lernen können. Dein Vater wäre darüber bestimmt nicht sehr erfreut. Mein Vater will nicht sehen, was um ihn herum geschieht. Er spricht von den alten Monden der Wächter und von der Ehre, die einst mit ihrem Namen verbunden war. Nie sieht er, dass nur noch wenige übrig sind, die so denken wie er. Mach dir keine Sorgen, Jan. Ich habe bisher noch niemals bei einer Mission versagt. Mögen die Jods auf deinen Reisen mit dir sein, Ulukai. Mein Vater wird froh sein zu hören, dass du bereit bist. Danke. Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Du wirst das hier brauchen. Hey, das ist ein EVD. Wo hast du das her? Dieses und viele andere heilige Gegenstände sind überall auf Adelpha verstreut, Ulukai. Als sie gefunden wurden, glaubten viele, es seien Gegenstände der Jods. Ein EVD. Ja, das war das nicht das Fernglas? Das kannst du jetzt auch nicht wissen, ne? So, ich mache mich mal hier hinten drüber auf den Weg. Manchmal... Metal, Leute! Ja, ne, das hat nicht funktioniert. Also, ich bringe uns mal rüber zu Zoktim, den wir dann das nächste Mal anquatschen werden. Stabile organische Energie geortet. Ja, super, danke. Hauptsache, wir rennen nicht wieder irgendwo ins Nichts. So, wo ist ein Zoktim, der alte Zocker? Ich war letztes Mal hier, ja, genau. So, liebe Leute, genau anderthalb Folgen. Und es wird eine Folge und danach sprechen wir den guten Zoktim an und hauen hier mal ab. Also damit wäre das Tutorial dann abgeschlossen und nächstes Mal geht es dann tatsächlich ins Abenteuer. Ich sage ciao mit A wie Abenteuer und tschüss mit uns.